Okay, hier Airstrike. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet hier. Ich weiß echt nicht mehr, was das bedeutet. Ach so, die stellen sich dann hin. Das sind dann feste Einheiten. Das sind die hier, genau. Ah, jetzt habe ich es erkannt. Das sind... Die werden dann zu Katapulten, das war's. Und jetzt laufen sie weiter. Also das ist immer nur eine bestimmte Zeit verfügbar. So, noch 5 von denen hier, wenn es geht. 1, 2, 5. Mehr geht nicht. Ah, Maximum erreicht, glaube ich. Oh, guck mal, automatisch aufgewertet. Wir sind schon ziemlich nah dran hier. Ich glaube, wir haben das auch gleich hier. Wäre geil, wenn ich immer der MVP wäre. So, Airborne. Jetzt machen wir den Scheiß klar hier. Ah, sind leider nicht alle Truppen rausgekommen. Jetzt habe ich das auch irgendwie verstanden. Okay, Population Cap ist erreicht. Aufwerten kann ich gerade auch nicht. Also ich kann jetzt nur warten, dass hier meine Einheiten davor kommen. Das sind meine. Das sind meine zwei fliegenden Haie da. Oh, die Manga ist kaputt. Kommt ja auch mit Airborne hier. Dreckiger Angeber. Offensichtlich scheint mir das so, dass das Population Cap... Ich meine, die Einheiten sterben ja. Es geht darum, wie viel kann man maximal produzieren. So, die ist jetzt erreicht hier. Okay, jetzt kommen meine Truppen an. Ich kann ja auch keine mehr hier. Ja, das ist ein Population Cap. Also es scheint so, als wie wenn die alle vernichtet werden, ist jetzt nur eine Vermutung, so wie ich das jetzt hier sehe, dass wenn die alle vernichtet werden, automatisch wieder irgendwann hergestellt werden. Ja, tatsächlich, jetzt habe ich die alle 4 wieder parat. Da sind sie jetzt. Also man kann Maximum herstellen und ja, letzten Endes geht es darum, es wird hier geknüppelt, bis hier am Ende gewonnen wird. Bei uns sieht es ja ganz gut aus, weil wir weiter vorne sind. Ich brauche Gold. Schade, dass hier kein weiter aufwerten kann. Upgraden ist also mal 20. Ach so, weil die Upgrades natürlich für alle Einheiten gelten. Vergesst das nicht. Also upgraden am besten, bevor ihr Unmengen Einheiten habt, so wie ich jetzt hier. Und irgendwie hat es meine Einheiten schon zerfetzt hier. Oh, ey, die hauen uns aber wirklich nach hinten hier. Wie man sieht... Okay. Unstoppable. Airstrike. Juhu! Hat jetzt nicht Unmengen viel gebracht, aber. The final battle is about to start. Okay. Get ready for the last charge. Command is about low level. Hier gibt's auch nicht allzu viel zu klicken. Ich weiß auch nicht, wo mein Kommandant ist hier. Wo kann ich das sehen hier? Hier was klicken. Jetzt hauen die hier alles weg. Was ist das denn? Okay, Final Battle kann ich nicht upgraden. Wie man sieht, hier, jetzt gehen nicht mal mehr die Fensterchen auf. 4, so, das sind jetzt meine Einheiten. Die stellen sich hier wieder hin. Aber ich kann nichts mehr, also man kann nicht mehr aufwerten. Also die kämpfen jetzt automatisch nur noch bis zum Ende. Mehr würde hier nicht gehen. Also meine relativ einfachen Einheiten hier. Aber gut, die muss ich ja nicht drin lassen. Ich kann sie auch später rausnehmen. Und durch stärkere ersetzen.
Das macht auf jeden Fall Laune. Das macht echt Laune. 48. Welle. Jetzt sehe ich das erstmal. Stimmt, das sind mal einzelne Wellen, die hier. Ah, okay, langsam verstehe ich das ganze Prinzip. Und wir haben es geschafft. Mal wieder. Mal wieder. Well done, Commander. Ich bin schon wieder nicht der MVP. Ah, ist nicht so einfach hier. Und Level 3 erreicht. Battleship, yo! Asterion. Okay. So, wie sieht's aus? Gold produziert. Okay, ich habe 200 Gold jetzt dazu bekommen. Essenzen. Okay, ja, stimmt. Da hängt natürlich ein bisschen hinterher, man sieht's. Okay. Army Setup. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was würde ich rausnehmen wollen? Was ist denn hier oben los? Okay, ich kann mir aber natürlich ein anderes Setup fertig machen. Ich gucke jetzt erstmal, wer hier noch so fertig ist. Battleship ist fertig. Wird natürlich scheiß teuer werden. Ich nehme das Battleship erstmal noch rein mit ins Setup und guck da mal. Ich werde mal alles ausprobieren, einfach was so möglich ist. Hau rein hier. Okay, hier wäre jetzt also alles voll. Ich habe ja auch nichts Neues dazu bekommen. Das heißt, ich werde mir dann, ich sag mal, dieses einfache Setup hier jetzt speichern und dann natürlich noch ein zweites Setup. So, das speichere ich mir. We have not set units for mass production. Muss ich das? Sie kann man nicht in Masse produzieren, muss ich hier reinklicken oder was? Immer 10 oder immer 2 oder schieß mich weg. Muss ich mir jetzt natürlich überlegen, ich schätze mal, so ein Schlachtschiff wird scheiß teuer sein. Ich mache das jetzt mal blöder. Ich mache das jetzt einfach mal wie ein Idiot. So hier und 10 von denen. Speicher. So. Habe ich jetzt so gespeichert. Ich gehe zurück. Mache ich jetzt ein Arena-Match. Da muss ich mal gucken, was das ist. Start. Okay. Ach, ist noch gar nicht frei. Erst bei Level 8. Gut, machen wir also noch ein Quick Play. Hier gibt es noch gewertet und gegen KI. Was ist das denn hier? Unavailable. Okay. Take a look at the options. Graphic Quality High ist also alles so schön eingestellt, wie man es haben will. Gibt auch eigentlich. Ah, da war Hotkeys. Hotkeys! Unleash Commander Skill. Q und E. Q und E. Das sind doch die ollen Skills, die ich gerade. Das sind doch die einfachen Skills, die ich da benutzt habe. Ach, guck mal hier. Shift plus 2. Ganz im Ernst, ich bin zu blöd, glaube ich, für so eine Hotkeys. Aber jeder kann ja spielen, wie er will. Ich meine, irgendwann werde ich mir wahrscheinlich schon beibringen. Aha, hier und da, ja, klar. Okay, man kann es aber auch. Jeder, wie gesagt, jeder macht ja, wie er will. So. Ach, guck mal, hier hätte ich jetzt auch noch aufklicken können. Ja, eins machen wir noch. Wenn es ein bisschen noch größer wäre, wäre natürlich geiler, aber wahrscheinlich wäre es dann nicht mehr so übersichtlich. Okay, kommt noch einer dazu? Wäre eine coole Sache. Command for rank within the Red Tides Ladder System. Runes! Ich habe gar keine Runen gekauft. Müsste ich danach dann mal gleich machen. Oh, jetzt warten wir aber lange hier. Mach doch mal hin hier. Lief der. Nee, ich will ja nicht raus. Was ist das denn hier? Und das? Geschätzt. Geschätzt und aktuell bin ich. Okay.
Funktioniert nicht so ganz, wie es sein soll hier. Oder die Server gehen gerade alle aus. Das weiß ich gar nicht, was das ist hier. Will ich jetzt auch nicht raufklicken? Ich will hier gar nicht rausfliegen, ne? Kann ich hier woanders hinklicken? Guck mal hier. Change Icon. Ach, ist schon okay. Das lassen wir so. Wo war das? Ich glaube, das war ein Vorfall. Oh, irgendwas war hier fertig. War hier gerade was fertig? Ich bin aus... Oh. Ich dachte, ich wäre aus der Schlange rausgeflogen. Puh. Lohnt's. Okay, ich kann keine neue Rune dazu fügen jetzt, weil ich auch gar keine habe. Also zurück. Schade, das dauert hier leider ganz schön lange. Und ich weiß nicht wieso. Oh, ich wollte gerade abbrechen und sagen, okay, Feierabend hier. Ach, gucke ich ihn an. Chinesen, ja, Chinesen sind das, stimmt. Also nicht Japaner, ich kann es ja nicht lesen. Ich kann es manchmal auch ein bisschen schwer unterscheiden, also Thai kann ich noch unterscheiden, aber... Runes Page 1, ja, Commander Skills. Okay, ich bin bereit hier. Die sind auf Massenproduktion eingestellt, okay. Nerds. Ach komm. Hauptsache einer schreibt was, ne? Jetzt sind wohl diesmal... Hier fehlen noch zwei. Aber gut, die werden dann automatisch wohl mit reingeschmissen. Ich finde es ja interessant, weil diesmal scheint niemand damit bei zu sein, der irgendwie aus China kommt, beziehungsweise chinesische Zeichen benutzt. Nee, tatsächlich nicht. Oh, jetzt fangen wir diesmal von der anderen Seite an. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Klar, ihr habt es ja gesehen. Snowtown. Oh, endlich mal eine andere Karte. Okay. Welche Einheit zuerst? Rifleman. So, ich mache die erstmal einzeln hier. Und zwar die wichtigsten, wo ich der Meinung bin, ja, und hier ein Heiler nehme ich auch noch dazu. So, upgraden kann ich noch nicht. Mass Production. Ja, guck mal hier, siehst du, hier könnte man die Mass Production auswählen. Ich will einfach schnell die anderen Einheiten hier zur Verfügung haben, das ist es nämlich. Ich kann ja nur noch drei reinnehmen. Also, ich brauche auf jeden Fall das Spaceship hier. 5600 brauche ich dafür. Ich kann auch nicht aufwerten. Schade, ey. Den kann ich jetzt aufwerten. Die kann ich auch noch nicht aufwerten. Kann ich die mal dann aufwerten? Auch noch nicht. Okay, da er jetzt aufgewertet ist, stelle ich hier noch einen von her. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger hier rangehen. Was war das? Hier hat gerade was geklickt. Okay, man ist jetzt unter 600. Mal zusehen hier. Jetzt aber. Ach, hier stehen die Wellen. Ich hab da nie hingeguckt, ne? Was ist denn das? Jetzt sieht man auch die Produktion mit eingestellt. Solange wie das braucht zum Aufwerten. Ach, und hier, das ist die Zeit, die es braucht zum Aufwerten. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt sind alle gerade am Aufwerten hier. Was ist er denn für ein krasser? 20 Sekunden brauche ich noch. Okay, ich stelle hier noch so eine Heilerin her. Ich glaube, das ist wichtig. Wieso stehen die Sachen jetzt eigentlich da?
Ich frage mich gerade, warum ich hier jetzt draufgeklickt. Soul Essence Mine Upgrade completed. Aha. Aha. Aber wo kann ich diesen. Wo kann ich den hier einsetzen? Naja. Das finde ich alles noch irgendwann raus. Oh mein Gott. Ist ja peinlich. So, da gab's Kohle. Scheiße, und hier kam er jetzt gerade. LM mich doch. Ist ein Terrain Anti-Air Unit. Scheiße, ich muss hier auf jeden Fall zusehen, dass ich hier ein bisschen mehr bekomme. Weil ich werde den herstellen und den herstellen. Upgrade. Auch wichtig. Ist aufgewertet. Wie sieht's hier aus? Den kann ich auch aufwerten. Auch wichtig. Die kann ich jetzt nicht aufwerten. Offensichtlich, jetzt hat man ziemlich. Jetzt habe ich auch verstanden. Die Einheiten sterben zwar, aber sie werden immer wieder kommen. Das ist ja das Interessante hier. Guck mal, hier sieht man, wer wie viele Einheiten hat. Das ist auch fucking interessant. Ich dachte, das war vorhin auch da. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Auch hier. Gleich habe ich meinen Battleship, hoffe ich. 5600 brauche ich. Da kommen meine Einheiten. Komm, sieh zu, sieh zu. Ich will unbedingt. Aber jetzt weiß ich auch, dass das sich da überhaupt nicht lohnt für das Battleship hier. Die Massenproduktion einzustellen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Scheiße. Ich glaube, diesmal sind wir dran. Jetzt kann ich meine Truppen hier reinbringen lassen. Bam, 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 bam. Machen die auch mal ein bisschen was kaputt hier. So ist das. So muss das. Oh, ich frage mich, wo mein Battleship ist. Jetzt habe ich wieder alle verloren, glaube ich. Wieso kann ich den nicht aufwerten? Ich verstehe das nicht. Fuck you. Sentinel, so muss jetzt erstmal reichen. So. Und die kommen aber hart ran hier. Das ist heftig, die machen uns richtig klein. Die machen uns richtig klein hier. Our base is in danger. Don't give up, commander. Scheiße, machen die uns fertig. Die haben uns richtig aufgeraucht hier. Oh, fuck you. Ist voll oder was? Scheiße.
Wenn man auch sieht, wie oft die aufwerten hier und wie viel die auch einsammeln. 25. Welle ist erreicht. Ich habe nur diese bescheuerten Typen jetzt hier. So, Airborne. Das heißt, die Einheiten kommen, werden jetzt ausgeladen. Und wurden gleich schon wieder zerfetzt hier. Die Basis ist gleich weg. Jetzt sind meine Truppen hier, aber das wird ja wieder nichts. Hier sieht man auch, wie schnell meine Einheiten erstmal weggeprügelt werden. Jetzt verstehe ich auch, was das hier oben ist. Oh ne, vergiss es. Ah ja, muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal sein, dass wir hier verkacken. Ficker. Du Ficker! Okay, wie sieht's denn aus? Statistik. Level 4 werde ich glaube ich so nicht erreicht haben. Doch! Asterium, was kann der denn? Das werden wir demnächst rausfinden. Belagerungsmaschine, Missile Strike und Mechanical HP. Okay. Ich war irgendwie der. Naja, nicht wirklich der Schlechteste. Ich weiß nicht, wie. Achso, es wird ja nicht so aufgelistet nach wer, wie, was, wo war. Okay. Okay. Muss ich mit leben? Ich mache hier jetzt erstmal Feierabend. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen, will auch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ich sag schon erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn ich jetzt noch alles, was ich noch rausfinde, werde ich hier mitteilen. Wie gesagt, wenn ich die Videos veröffentlicht habe, wird das Spiel wahrscheinlich erstmal nicht spielbar sein. Jedenfalls nicht mehr in der Beta und Early Access Beta vor allen Dingen. Aber eben einfach mal auf dem Laufenden halten, im Internet gucken und so weiter und so fort. Ihr wisst ja selber, wie ihr es machen müsst. Also danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr wollt. Würde mir helfen. Tut euch nicht weh. Und viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.